Wann geht's denn los? Heute nicht mehr. So? Bisschen nach links noch, oder? Ist das gesichert hier? Nee, wir müssen sperren. Geht? Dann kannst du die Finger wieder wegnehmen. Geht das? Geht das? Sind wir beide drauf? Ja. Wo kommst du denn her? Wer bist du denn? Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen, oder? Ja. Doch, gesehen haben wir uns schon öfters. Darf ich mich vorstellen? Nö. Und dich vorstellen? Nee. Matze von Borkheide News TV. Ja, und das ist der Lutze von, scheint mir auch, Borkheide News TV. Ja, ich bin heute schlecht behütet. Ja, schon lange kein Video mehr gemacht, aber jetzt sind wir mal wieder dran. Ich wurde auch direkt aus dem Waldbad rausgezerrt. Genau, weil ich bin jetzt wieder, mir geht's wieder besser. Gesund bin ich noch nicht, mir geht's wieder besser. Und da haben wir uns gedacht, das merkt man gar nicht, ne? Hier brennt die Luft, wir müssen mal unbedingt ein Video machen. Wieder, weil wir wurden tatsächlich angesprochen. Wurdest du auch schon mal angesprochen? Ja. Zweimal, glaube ich. Ja? Also es ist kaum aufgefallen, dass wir nichts mehr machen. Nee, das glaube ich nicht. Ich wurde schon ab und zu mal angesprochen, ob wir nicht mal wieder ein Video machen. Und da sind wir. Wir machen heute wieder ein Video und wir wollen es auch mehr oder weniger regelmäßig machen. Nicht mehr jede Woche, aber wir gucken mal, wie wir das hinkriegen. Wie immer so, wie mir das gerade gesundheitlich geht. Aber momentan geht es mir gesundheitlich top. Mir erzählen sie alle, ich sehe toll aus. Das hat vorher zu mir niemand gesagt. Denkt da mal drüber nach. Jo, Matze, jetzt sitzen wir hier wieder. Worüber reden wir denn? Du hast gesagt, du warst bei der Bundeswehr. Ich war, ich war auf dem Gelände der IL-18 in Borkheide. Und an dem Tag, wo ich da war, ist eine Kooperationsvereinbarung getroffen worden zwischen der Bundeswehr Beelitz-Hallstätten und der Gemeinde Borkheide. Das kann man hier auch so im Hintergrund, wenn man mal die Bilderchen hier so ein bisschen durchlaufen lassen, kann man das sehen. Das ist eine ganz schön große Truppe gewesen, die da ankam, auch mit Technik und Kran und Radlader und. Und die haben auf dem Schulhof ganz viel gemacht am Vormittag und haben auch auf dem Gelände der IL-18 hinten, das ja nicht der Gemeinde gehört, auch schon Beton rausgerissen und das Gelände schon so ein bisschen vorbereitet. Und nächstes Jahr wollen sie auch den Flieger umziehen. Und das geht nicht so einfach hier, drei Mann, drei Ecken oder mit dem Kran. Da wird extra aus Erfurt, da gibt es noch eine Abschleppstange für den Flieger, wird extra eine Abschleppstange organisiert von der Bundeswehr und dann ziehen die den Flieger dann auf den neuen Standplatz. Das heißt, wir haben jetzt Unterstützung durch die Bundeswehr hier in Borkheide, zumindest ist die Grundschule. Sagen wir mal so, der Ort generell, ja, wird irgendwie profitieren. Man muss gucken, was und wo geht. Auf jeden Fall, ich sagte ja schon, ne? Schlagkräftige Truppe, sieht ganz gut aus. Genau, so. Wir haben ja natürlich einen Haufen Themen verpasst mittlerweile. Oder verpasst, naja, eigentlich hat man die nicht bedienen können. Nee. Zu dem Zeitpunkt. Nee, ich kann ja den Nutzer nicht durch die Gegend zahlen, wenn es ihm nicht gut geht. Und andersrum muss man das ja alle so einpassen. Ja, so ein bisschen. Also tatsächlich, mir geht es ja wieder seit einer Weile wesentlich besser als vor eben. Ja, da bin ich noch auf dem Zahnfleisch gekrochen. Mir geht es schon wieder ganz gut. Ich hoffe, es bleibt so. Kann man nie wissen, aber wir werden sehen, was wir damit weitermachen können. Aber jetzt kommen wir nochmal zum Waldbad. Da ist nichts los, habe ich gehört. Da ist Eis auf dem Wasser. Oh nein. Doch. Eis gibt es vorne. Eisbaden. Ja, hatten wir dies ja auch schon. Genau. Das Einzige, was wir jetzt haben, das Bad ist auf, ja, schon seit Mai. Letztes Jahr hatten wir einen neuen Kassenautomat bekommen, der ging das ganze Jahr nicht. Und dieses Jahr wollten wir nochmal das Lesegerät tauschen lassen. Da haben die gesagt, Ersatzteile gibt es nicht mehr, also muss man den ganzen Kartenleser tauschen lassen. Und tschakka, er geht nicht. Super. Super, ne? Wie teuer war der? Ach, viel Geld. Super, ganz fantastisch. Ja, es kann ich nur sagen, Servicewüste Deutschland in dem Fall. Die stellen dir was hin und so wie ein bisschen Licht ist, liest der Barcode-Leser die Tickets nicht. Aber Wetter war auch nicht so, oder? Ja, also wenn du jetzt Leute aus Island fragst, die werden sagen, toller Sommer bis jetzt. Ja, also ich muss ehrlich gestehen, ich habe ja mein Motorrad endlich wieder mal in die Gänge gekriegt. Letztes Jahr habe ich das ja gar nicht angefasst. Dieses Jahr war ich doch schon mal wieder mit unterwegs gewesen. Aber ich muss immer Angst haben, dass ich nass werde, wenn ich losfahre. Im Moment sieht es ganz gut aus. Der Sommer kommt jetzt. Ja, nächste Woche habe ich gehört, 28 Grad. Oh, da geht's gleich. Und 30 Grad, da geht es gleich in die Vollen nächste Woche. Wir auch. Wir gehen auch in die Vollen.
mehr oder weniger. Du musst arbeiten, ich mache nichts mit ich darf, X. Ich darf arbeiten. Du darfst arbeiten. Na, ich glaube, manchmal würde ich ja doch lieber tauschen, aber so ist es halt nun mal. Kann man sich nicht aussuchen. So, die Wahlen sind hinter uns. Wir haben eine neue Bürgermeisterin. Herzlichen Glückwunsch. Wie heißt sie mit Vornamen? Steffi Randig. Steffi Randig, genau. Herzlichen Glückwunsch. Genau, an dieser Stelle von uns, ja. Auch den anderen gewählten Gemeindevertretern. Viel Erfolg für die nächste Amtszeit. Und viel Erfolg und viel Kraft natürlich, weil ganz einfach ist es in Burgheide halt auch nicht immer. Ja, es liegt ja schon daran, dass wir hier wohnen. Ne? Prost. Du trinkst ja noch. Nöcher. Nöcher, ja, ich trinke auch mal. Prost, Leute. Nöcher. Wir trinken auf den kommenden auf euch, Sommer. Auf den also. Sommer, auf die Gesundheit übrigens, absolut auf die Gesundheit, immer wichtig. Das ist alles alkoholfrei. Im Video natürlich. So, sonst noch? Hauptsache deine Funkmikrofone gehen auch. Meine Funkmikrofone gehen immer. Die waren jetzt so lange eingestaubt. Nein, die habe ich gestern erstmal in die Gänge gebracht. Aber da fällt mir noch was ein. Wir müssen nämlich noch was machen. Ja. Waldbad. Nee. Doch. Da ist Party angesagt. Am 6.7. spielt die Band Kurzschluss mal wieder bei uns im Waldbad. Ich hoffe, es klappt, weil letztens ist ja krankheitsbedingt ein bisschen was ausgefallen. Und wir haben auch schon gesagt, das passiert nicht normal bei uns. Schon gar nicht. Deswegen gute Besserung an der Stelle und durchhalten bis zum 6.7. Genau, am 6.7. geht's los. Wann geht's los? Um wie viel Uhr? 18 Uhr? 19 Uhr ist Einlass. 19 Uhr ist Einlass, ja. Kostet 8 Euro der Eintritt. Genau, damit die Band auch ihre Leistung bezahlt kriegt. Ganz wir sind auch da, glaube ich. Wir sind wohl auch da, ja. Vielleicht stehe ich auch noch auf dem Bierwagen rum, so gelangweilt. Mal gucken. So ist es. Es gibt also Bratwurst. Ich weiß noch gar nicht, was es gibt. Da kann ich jetzt mich noch nicht zu äußern, aber es wird was geben. Aber wir sind da. Wir sind da. Wir lassen uns mal wieder sehen. Uns geht's gut, mehr oder weniger. Und dann schauen wir uns das an, was da abgeht. Ja. Ich werde mal wieder mein Fotoapparat einpacken. Genau. Wollen wir. Da war noch was. Ja, wir müssen noch ein Video machen. Oder hast du das schon gemacht? Wir müssen noch ein Video machen. Im Sportverein. Hast du schon gemacht? Nee, das habe ich noch nicht gemacht. Das ist ja noch nicht Ende Juni. Ach so. Da muss ich noch klären, da muss ich noch mit Hartmut sprechen. Gut, darauf kommen wir zurück. Genau, so. Und das war es erstmal in aller Kürze. Wartet kurz? Das war kurz. Wir fangen wieder an. Ihr merkt schon, wir stottern hier so rum. Wir müssen nämlich erstmal wieder den Rhythmus finden, den wir früher drin hatten, den wöchentlichen. Aber kriegen wir wieder hin. Glaubt's mir. Wie gesagt, wir sind dann auch mit der Kamera höchstwahrscheinlich unterwegs, wenn wir am 6. im Waldbad rumoxidieren. Doch, mal gucken. Ja, ich hoffe, dass Matze dann vernünftige Kleidung. Ach doch, der hat ja die Dienstkleidung vom Waldbad. Ich sag doch, ich wurde aus dem Waldbad rausgezerrt eben und musste hierher. Genau. Ich wollte gar nicht. Man hat mich gezwungen, gegen meinen Willen, mit Geld. Wir sitzen hier tatsächlich ohne einen Zettel in der Hand. Haben wir früher nie gemacht. Wir haben uns früher immer rausgesucht, was wir sagen. Jetzt fangen wir einfach mal so wieder an. Aber wir fangen wieder an. Wie gesagt, wir freuen uns auch, dass es wieder vorwärts geht. Und vielleicht schaffen wir das auch dieses Jahr mal wieder so einen kleinen Burgheide News TV Grillabend zu machen. Was hältst du davon? Oh. Ich würde den nur nicht so spät in den Herbst legen. Das ist mal so kalt. Wir gucken mal. Termine sind dies Jahr schon sehr voll. Ja. Ja. Ja, Weihnachten. Ja. Ne? Weihnachten ist auch wieder. Ja. Und das. Oh. Die Sonne, ne? Der Sommer kommt. Der Sommer kommt. Jetzt geht's los hier. Wir senden und die Sonne. Und die Sonne scheint. Die Sonne kommt. Denk da mal drüber nach. Genau. So. Hast du noch was zum Wetter zu sagen? Nö. Die Sonne scheint. Okay, das war's. Ich habe keine Sonnencreme drauf. Hilfe. Nein. Leute, wir freuen uns, dass wir wieder auf Sendung sind. Bis demnächst. Euer Matze und Lutze. Und tschüss. Tschüss. Sänger an die Ohren. Das war Pfandhausen.